Was bisher geschah? In den Tiefen des Amazonas leben die drei Brüder Max, Luis und Flynn auf einer geheimen Forschungsstation. Sie erforschen dort die letzten lebenden Dinosaurier. Zusammen mit Yuki haben sie schon einige Abenteuer erlebt und verschiedenen Dinosauriern geholfen. Vor einigen Tagen haben sie einen Velociraptor zur Station gebracht. Er war nach einem Angriff auf den Brachiosaurus geschwächt. Wow, deine Farben strahlen ja heute wieder besonders schön. Moment mal, das sind ja genau unsere Farben. Das müssen die anderen sofort erfahren. Max und Luis bringen dem Velociraptor frisches Futter. Der Brachiosaurus trägt unsere Farben. Rot, blau und gelb. Wie cool. Die Brüder wissen durch Yuki und den letzten Abenteuern sofort, was los ist. Ein Dinosaurier braucht Hilfe. Ein Triceratops versinkt im Sumpf. Schnell, die Trageschlinge. Vorsichtig anheben. Es klappt nicht, sie steckt fest. Kein Problem, das haben wir gleich. Geschafft. Oh, wo will sie denn so schnell hin? Oh nein, der Giganotosaurus greift ihr Junges an. Das Dino-Baby hat es auf einen Felsvorsprung geschafft. Aber der Giganotosaurus lässt nicht locker. Los, zum Wagen! Vom Berg aus kann das Dino-Baby gerettet werden. Lass das Kleine in Ruhe! Verschwinde! Jetzt schnell zum kleinen Dinosaurier. Ganz ruhig. Der Angreifer ist weg und gleich bist du wieder bei deiner Mama. Zum Glück ist alles gut ausgegangen. Team Dino hat es mal wieder vollbracht. Das war die erste Mission, die die Brüder alleine gemeistert haben. Los, zurück zur Forschungsstation, um Yuki von allem zu erzählen. Yuki erklärt, dass das Nackenschild der Triceratops zum Schutz und zur Verteidigung vor Feinden dient. Es folgen bestimmt noch viele Abenteuer, bei denen die Colby-Brüder viel lernen und erleben werden.